Seit dem 20. Januar laden die Schwarzlichthelden ein, Minigolf mal auf eine ganz andere Art und Weise zu spielen. Daniel Kaiser betreibt zusammen mit seinen Kollegen Tim Schieferstein und Matthias Götz die einzige 3D-Minigolfbahn im Rhein-Main-Gebiet. Ich habe das mal in einer anderen Stadt gesehen, habe die Idee dann quasi mitgenommen, habe die weiterentwickelt und war dann gleich drauf und dran zu schauen, gibt es das hier schon im Rhein-Main-Gebiet? Gab es noch nicht und dann ging die Maschinerie eigentlich los, Objekt finden und umsetzen. Und vom Objekt finden bis zur Eröffnung hat es gar nicht so lang gedauert. In nur 5 Monaten haben Daniel und sein Team die ehemalige Drogeriefiliale in einen Abenteuerspielplatz für jedermann umgebaut. An 7 Tagen die Woche empfangen sie ihre Gäste. Ja, erstmal wirst du natürlich herzlich willkommen geheißen bei den Schwarzlichthelden und dann ist es halt so, dass wir eine kurze Einweisung machen, auch die Spielregeln nochmal erklären, weil nicht jeder weiß noch, dass man nur 6 Schläge spielen darf und dann, wenn man es nicht geschafft hat, einen Strafschlag bekommt. Man bekommt das Material ausgegeben, kann natürlich Getränke mit reinnehmen, die man hier vorab kauft und kann auch überall die abstellen. Und dann geht es eigentlich schon los. Es ist ein kurzer Prozess letztendlich, aber wir wollen natürlich, dass die Leute nicht lange warten müssen und schnell spielen können. Mit 128 verbauten Schwarzlichtlampen bringen Daniel und seine Kollegen etwas ganz Besonderes in die Mainzer Innenstadt. Und das spricht sich rum. Gerade am Wochenende werden wir hier überrannt. Da sprechen wir wirklich so von 1000 und mehr Leuten, die hier am Wochenende spielen wollen. Unter der Woche ist immer noch ein bisschen Platz, aber auch da sind wir schon gut ausgebucht. Von daher empfehlen wir immer, am Wochenende zu reservieren, weil spontan wird es wahrscheinlich keine Chance geben. Circa 1,5 Stunden hat man Zeit, um die 18 Bahnen durchzuspielen. Jede von ihnen ist für sich etwas ganz Besonderes. Vom einfachen Looping bis hin zu präzisen Kraftschlägen. Bei den Schwarzlichthelden ist für jeden was dabei. Es geht los bei uns so 6-7 Jahre. Da kriegen sie auch motorisch schon hin zu spielen. Und sonst haben wir keine Altersgrenze. Also wir haben ja auch schon die Oppis gehabt mit ihren Enkeln, die hier spielen. Das ist halt das Schöne an der ganzen Nummer, weil Minigolf kann jeder spielen und interessiert auch jeden. Dank 1756 verbrauchter Spraydosen mit speziellen Farben, kombiniert mit einer besonderen Sprühtechnik, leuchten die Schwarzlicht-Superhelden im ganzen Raum. Doch nicht nur die Wände sind ein echter Hingucker. Jeder Spieler bekommt zu Beginn eine 3D-Brille, mit der der Kampf zwischen Gut und Böse im Raum endgültig real zu sein scheint. Auch der Ball sowie Teile der Bahn scheinen durch die 3D-Effekte im Raum zu schweben. Das sind jedoch nicht die einzigen Highlights, die die Minigolfanlage zu bieten hat. Auch die Bahnen an sich sind alles andere als Standard. Ja, also wir haben doch fast alle Bahnen selber gebaut, auch die Hindernisse. Und gerade Bahn 13 ist so mein Lieblingsprojekt gewesen, weil wir da einen Seilzug mit eingebaut haben, einen Aufzug. Da haben wir quasi unsere Hebebühne für die Rollifahrer mit integriert. Das geht dann über 2 Ebenen und haben das alles, wie gesagt, selber gebaut und ist recht kreativ geworden und das ist so meine Lieblingsbahn. Spektakulär sind sie alle, doch einige Bahnen sind so speziell, dass das Team um Daniel Kaiser bei ihnen doch ein wenig Hilfe benötigte. Wir haben Hindernisse anfertigen lassen in Schweden. Das war für uns halt wichtig, nicht diese Standardhindernisse zu nehmen, sondern wirklich kreative Hindernisse. Eine Bahn ist zum Beispiel sehr cool geworden. Die ist wie so eine Golden Gate Bridge, die da unten drunter läuft halt ein Wasserfluss durch auf dem Boden lang und man spielt quasi am Poseidon vorbei, der mit seiner Hand quasi aus der Wand rauskommt. Das finden auch viele Leute sehr cool. Wir haben aber auch Bahnen, die in die Höhe halt gehen, wo man dann richtig Schwung nehmen muss und das dann über einen Kreisel quasi um die Bahn herum auf die Bahn wieder fällt. Also das sind so unsere besonderen Highlights. Auch wenn beim ursprünglichen Minigolf hauptsächlich der Ehrgeiz im Vordergrund steht, bei den Schwarzlichthelden geht es mehr um Action und Spaß. Und das sollen bald nicht mehr nur die Mainzer spüren. Für die Zukunft haben die Schwarzlichthelden ganz klare Pläne. Erstmal ist natürlich klares Ziel, uns hier in Mainz zu etablieren, dass wir im Rhein-Main-Gebiet klar die Nummer 1 sind, was Schwarzlicht-Minigolf angeht. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Pläne für die Zukunft. Wir planen sicherlich auch, das Gebiet Frankfurt mit anzugehen, weil wir da noch großes Potenzial sehen und sind aktuell auch auf der Suche und werden auch zeitnah wahrscheinlich da anfangen, einen Standort zu eröffnen. Zudem wollen wir noch ein anderes Konzept im Schwarzlichtbereich umsetzen, aber alles nach und nach.
Wir sind gespannt. Weitere Informationen sowie Öffnungszeiten und Preise finden Sie unter www.schwarzlichthelden.de.